Hi Leute, Thema heute ist mal die Ebenen zu wechseln. Wenn ich unter Ebenen, ich würde jetzt mal drei Glieder nehmen, Körper, Geist und Seele, und das alles immer voneinander abhängig ist. Und ich denke, es kann einfach sehr sinnvoll sein, die Ebene zu wechseln, je nachdem, was einem da schwerer fällt. Manche haben ein Problem im Kopf, kommen mit manchen Sachen nicht so recht klar in der äußeren Welt und denen mag es vielleicht zum Beispiel leichter fallen, die Ernährung umzustellen. Und über die Ernährungsumstellung bekommt man dann auch wieder ganz andere Körpergefühle, Gefühle allgemein, Emotionen. Es geht wieder in einen natürlicheren Rhythmus rein und die Dinge klären sich ganz anders. Und so kann man es eben machen, je nachdem, was für ein Typ man ist. Manchen hilft es mehr Sport zu machen, denen fällt es leicht Sport zu machen und dadurch die Gifte rauszubekommen, und anderen fällt es dann wieder leichter, einfach seine Einstellung zu ändern. Und meistens ist es dann eh so, wenn ich meine Einstellung ändere, dann ändere ich meine Ernährung meistens auch. Oder ich ändere dann auch, dass ich mich mehr bewege. Oder ja, das beeinflusst dann auch wieder meine Gefühle. Es ist einfach alles immer in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Es ist, ja, alles drückt sich immer irgendwie aus. Wenn ich mich freue, man sieht es bei jedem Kind, wie gesagt. Schaut euch die Kinder an, wenn sie spielen, lachen, tanzen. Die drücken ihre Emotionen immer aus. Ja, wenn ein Kind fröhlich drauf ist, dann schreit es, jubelt, was auch immer, bewegt sich, macht irgendwelche körperlichen Äußerungen. Und umgekehrt genauso. Umgekehrt den Weg kann man auch gehen, wie es auch oft gemacht wird, was weiß ich, mit Spangen oder mit Körperhaltung. Wenn ich gerade stehe, so wird es beim Bund gemacht, konditioniert. Wenn ich gerade stehe, Haltung habe, dann ist meine innere Einstellung genauso. Wenn ich meine Lippen einfach hoch bewege und lache, dann werde ich auch automatisch ein bisschen glücklich. Das ist dann der umgekehrte Weg. Normalerweise, ich denke immer, der Ursprung allem Weltlichen ist geistiger. Aber man kann den umgekehrten Weg genauso gehen, wenn es in dem Moment einem gerade mal leichter fällt. Und ja, man kann sich dann eben rauspicken und von einer Ebene zur anderen wechseln, was einem gerade leichter fällt. Das Beste ist, denke ich, immer, es gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen auch anzugehen. Und ja, das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile, wie man so schön sagt. Und wenn man es gleich auf allen Ebenen angeht und gleich verschiedene Sachen ändert, ich habe es zum Beispiel, als ich auf Rohkost umgestellt habe, auch gleichzeitig meine geistig alles bearbeitet und habe viel Psychologie, Psyche, viele Sachen aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet und es ging halt so miteinander einher. Da weiß man auch nicht mehr, was war zuerst so. Ich habe meine Einstellung völlig geändert in vielen Bereichen und ja, das ist eben so, wie man dann kann man sich das dann gut aussuchen und ist einfach eine gute Möglichkeit, denke ich. Und ja, ihr könnt ja mal unter dem Video posten, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, mal zum Beispiel über den Körper den Weg zu gehen, haltungsmäßig oder was auch immer, was zu ändern, oder eben über den Geist oder dann über die Ernährung, über den Körper. Ja, hinterlasst einen Kommentar, abonniert den Kanal, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.